Ja. Ihr ahnt ja nicht, wo ich jetzt hier bin. Ich bin nämlich nach dem Urlaub hingefahren zu meinem Freund Suppe. Das Rennen ist ja nun vorbei. Das steckt mir noch so ein bisschen in den Knochen. Aber das war ja ein schönes Rennen. Ich muss erst mal was trinken. Wir haben hier 35 Grad oder so. Da muss man immer mal ein bisschen Flüssigkeit nehmen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich mache jetzt weiterhin Urlaub. Und wenn ihr Glück habt, dann machen wir hier noch ein Special-Video mit meinem Freund Suppe, der ja auch ganz, ganz viele schöne Fahrzeuge hier hat. Und die stellen wir mal vor. So, ich sage euch tschüss, ich muss jetzt nach dem Urlaub rein. Ich komme gerade vom Strand. Endlich war ich mal am Strand. Mein Freund Suppe hat ja immer keine Zeit für mich. Er muss ja immer arbeiten und alles. So, und das hier ist immer diese Maschine, mit der ich, wenn ich hier auf Ibiza bei Suppe bin, dann darf ich damit fahren. Der Name ist Sunglass. Was sie mit ausgestattet ist, auch immer diese Sunglass-Motorräder, immer toll mit diesen spanischen Amalvergasern. Was ich auch gut finde, weiß gar nicht, ob das Original ist, aber wunderschön, hier der kleine Ampermeter. Strom ist da. Gutes Zeichen. Und was ich heute jetzt noch zeigen will, ist ja, Suppe hat ja einen Nachbarn. Da sitzt er. Carlos. Santa Gusto. Oh, gut. I will help you to make the bike. Yes. The Automoto. Yeah, we look to make ready today. We make it ready today. We want to hear the sound. Carlos, wir haben hier gerade, guck mal hier, das ist die Kupplung von der Automotor. Die hat eigene Rollenlager hier. Und die hat Carlos jetzt schön eingefettet und die sitzen da drin. Dremo. Try. Yes, good, very good. Das ist kein geschlossenes Lager, sondern das sind alles einzelne Rollen, ein Rollenlager sozusagen. So, jetzt ping, ping, ping. Make ping, ping, ping. Sehr schön. Jetzt wird es nämlich spannend. So ein schönes Motorrad. Das ist auch eine ganz interessante Sache. Das gibt's, naja, nicht mehr so oft, aber das finde ich eine ganz tolle Sache, weil man hier, ohne jetzt diese Mutter irgendwie zu verletzen, kann man das sichern. How old is the bike? What is the year? For the 29. 29? And numbers in 32. Wahnsinn. Yeah, now this is ready. Okay. Good. Now the clutch. Und Carlos hat ja ganz was Tolles hinter sich gebracht, nämlich eine wahnsinnige Arbeit. Diese Kupplung, die musste er selber belegen. Das heißt, aus, glaube ich, 76 kleine Kork-Einsätze, die hat Carlos alle alleine ausgeschnitten. Ich glaube, er hat 2 Tage gebraucht. Aber es ist eine wirklich gute Arbeit, wenn man das mal sieht. Und deswegen hat die Maschine auch vorher nicht funktioniert. Und jetzt wollen wir mal ausprobieren, ob die Kupplung wieder funktioniert. Wenn man das mal sieht, das ist ein kleines, das ist eigentlich ja wie ein Dynamo. Ja. Das ist für Licht, Batterie, Strom. Ah ja. Now it's in work. Now it's also. You can make it when you drive with the feet. Yes. Like yeah, this. But oh, no? But the sound, yeah. The sound here when this with this is too much. After I make electric here battery. Yeah, that's only for the show, but. Yeah. Der hat ja hier am Lenker die Zündverstellung da. Früh und spät. And you know,
This one, Is it original? Look. Das ist von einer Gartenschere. The people from the motorbike say this is nicht possible to take. Okay. But I go to the cooperative and this is for the... Yeah. After you have... I know this. You have all the size you want. It's a very good part here. Das ist von der Gartenschere, hat er gesagt. Diese Feder. Und früher war da wahrscheinlich eine Spiralfeder drin. Die fehlte jetzt und der muss ja den Bautenzug und den Magnetzünder, wenn man das jetzt mal bewegt, wieder macht diese Feder das zurück. Wunderbare, gute Idee. Hier, Frühzündung, Spätzündung. Was Carlos auch noch, also er ist ja mit so ein kleiner Erfindermensch hier, dieser Carlos, was der alles schon gebaut hat. Und jetzt hat er extra mir hier so einen Stuhl hingestellt, der ist aus einer alten Ständerbaumaschine. Ein Sitz für Herrn Feldmann. Ne, Carlos? Ja. So. Das ist aber hart. Sehr gut. Schwere Arbeit hier. Wir haben hier ungefähr 40 Grad noch hier in der Werkstatt. Da muss man auch gerne mal ein bisschen Gin trinken. Sonst kommt man hier nämlich um. Aber ich bin gespannt, ob wir das Ding jetzt zum Laufen kriegen. Ist ja ein schönes Motorrad. So, Olive. Okay, the white one. Springs. The white one. You have one. This is a big one, isn't it? This is after here, okay. The white. Und weil jetzt diese Schrauben, die sind alle unterschiedlich lang. Sonst könnte man ja jetzt fehlen und die Kupplung so einstellen. Aber meine Idee ist, die einmal ganz reindrehen und dann langsam wieder rausdrehen. Dann wissen wir ganz genau, dass die Kupplungsscheiben, die Federn auf gleicher Spannung sind. Eine halbe, zwei halbe, drei halbe, vier halbe. Da bin ich schon besoffen. Eine halbe, zwei halbe, drei halbe, vier halbe. Eine halbe, zwei halbe, drei halbe, vier halbe. Eine, zwei, drei, vier. Ja. Gut. Here, that's okay. Good? Yeah, see, here half, not, yeah, that's good. This is enough. Now it's wet. Here not wet. Here's here. Are you happy now? Yes, so happy. I am more happy in 5 minutes when we make it oil. Yeah. And we know it's in work. Good. Now we need to make oil. Oh, wir können bald die Maschine starten. Sag mal auf Deutsch. Bin ich fröhlich? Nee, bin ich ölig? Bin ich fröhlich? Carlos. I don't understand in Dutch. You have to talk in German. Bin ich ölig? Bin ich fröhlich? Bin ich ölig? Bin ich fröhlich? And, das heißt, Carlos ist glücklich, wenn er ölig ist. Wir haben es gut. Wir sind schon ein paar Tage hier. Das ist ungefähr so, ich würde mal sagen, gefühlte 50 Grad. Aber es sind so 38. Ne? Ja, ich denke mal, ich guck mal schnell hier auf. Oh ja, guck mal. Ja, also 36. Knappe 36. 36. Aber ja. Gefühlt 50, das stimmt ja. Schon. Naja, und weil ich das hier so interessant finde, ich meine, bin ja so auch gerne bei Suppe, weil wir uns auch mal schön entspannen. Wir haben das gut hier, wir können baden, Suppe hat ein Boot, das werden wir vielleicht alles noch in unserem neuen Urlaubsvideo, Suppe und ich, wollen wir das mal ein bisschen vorführen. Ne? Ja. Er hat ein ganz tolles Boot
Und der hat tolle Fahrzeuge. Und die wollen wir hier auch nach und nach mal vorstellen in diesem Video. Hier hinter uns, der schöne Ford. Ja, der mittlerweile einen neuen TÜV hat und einen neuen Motor. Als ich bei Andi war, damals war ja noch der alte Motor drin, der 1500er. Nun ist er ja der 1700er ein bisschen aufgemacht mit neuer Ansaugspinne und anderer Nockenwelle und ein bisschen einen großen Weber-Vergaser. Und mehr PS noch? Und ein bisschen mehr PS alles. Anstatt 60 mal so bummelig, 90. Nee, eingetragen, gar nichts. Nee. Nein, das interessiert ja keine Sau. Nee. Nein. Er hat ja auch die spanische Nummer. Nicht, dass ihr denkt, das ist ein E-Auto. Nein, der kommt nicht aus München und das ist kein E-Antrieb. Das heißt Madrid und das E da hinten ist zufällig, das hätte auch ein F oder ein Z sein können. Ja. Von daher gehört das so. So, da ist das gute Stück. Oh, wie schön. Ja. Komplett neu, alles komplett neu gelagert. Neue Mahlekolben, ein 32-36er Register für Weber. Was können wir denn noch? Ja, wie gesagt, da ist eine etwas abgeänderte Nockenwelle und sämtliche, das ist ja ein V-Motor, der hat hier in der Mitte eine Ansaugspinne und sämtliche Einlasskanäle sind aufgefräst, aufgebohrt, vergrößert, damit da ein bisschen mehr Zunder rauskommt. Und also im Gegensatz zu dem alten Motor ist das tatsächlich wie Hamlet und Kotelett. Das Ding fährt amtlich vorwärts, auch bergauf im vierten noch, wo man sonst schon im zweiten runterschalten musste. So, jetzt stechen wir in den See. Da ist sowieso mit dem Boot. Ja, hi. Sehr gut. Das tun wir erstmal hier hin. Sehr schön. Wir machen mal das Sonnendeck drauf. Ja. Das ist ja ein sogenannter Sohle-Diesel, 750 Kubik, 18 PS, ein Mitsubishi Marine-Motor. Sieht so ein bisschen nach Funktionspunk aus. Ja, ich probiere mal, ob er eingeht. Ja, sauber. Gut. Der läuft. Sauber. Gut gelandet. Cool. Ja, jetzt sind wir endlich mal am Wasser. Das ist doch schön hier. Ach, guck mal da. Da steht die Edfield. Hier, die hast du auch neu. Ja, naja, das ist mittlerweile auch schon 2-3 Jahre. Wahnsinn. Ich hab die hier. Prost, Andi. Ich hab die hier auf der Insel für kleine Marie gekauft und hab die aber komplett umgebaut, weil das war ganz schlimm. Der hatte alles aus dem Zubehörladen dran, was es gab. So mit einem riesen Hundetod hier und Knieschützer für den Beifahrer und so ein Riesensattel hier hinten. Und den Original haben die ja hier auch diese Streben für hinten, das habe ich alles rausgeschmissen. Was und ist denn Hundetod? Was ist Hundetod? Hundetod, das sind diese, das zeige ich dir nachher mal, das ist an der Sanglast dran, an der Totziger. Das sind diese Art Stoßbügel, genau. Ja. Das nennt sich hier in Spanien Mataperros, also Hundetod. Ne, wenn, hier ist das ja gang und gäbe gewesen. Früher, dass die Hunde auf den Motorrädern hinterhergerannt sind und einfach die Leute eingebissen haben und eingebellt haben. Aber das war so ein Schutz. Und dann hast du so einen Schutz davor, da kannst du die Hunde mit abrannen auf der Straße. Die Callejeros, die Straßenhunde. Ne, und dann habe ich das alles neu gemacht hier. Das kommt vom Trecker hier, das ist dann irgendwelcher Zubehör-Scheiß. Und... Oh, hier Schalthebel auch. Den habe ich dann verlängert, weil das ist echt sehr, sehr hakelig. Und so kann ich so schön den ersten, den zweiten kann man schön schalten. Ja, ich bin, finde ich toll. Ich bin ja schön damit gefahren. Und du hast es umgebaut auch? Ich habe die wieder zurückgerüstet, da war eine Scheibenbremse drin.
Ich habe die jetzt wieder auf die originale Trommelbremse umgerüstet und habe dann hier das Schutzblech vorne, das ist von der Sanglass, die Halter sind von der Sanglass. Die wissen gar nicht, was Sanglass ist, die Funktionspanne. Sanglass ist ein spanisches Motorrad, was sie in den 40er, 50er, 60er und 70er gebaut haben, bis dann irgendwann Ende der 70er die Japaner den Markt übernommen haben und dann keiner mehr so einen Einzylinder-Viertakter haben wollte. Den müssen wir auch mal zeigen. Ja, ja. Richtig schönes Auto. Guck mal hier. Der steht hier noch. Den machen wir nachher mal an. Ein Vauxhall Velox, Baujahr 1955. Ja. Nein, 54. 54. Ein sozusagen ein englischer Opel. Ein englischer Opel kann man so sagen. Hergestellt ja. In Belgien. Davon hatten wir gesprochen, ne? Ja. Die Andi gebaut hat hier. Mach das mal ab einmal. Dann sieht man hier, wie unbequem das ist. Ganz unbequem. Professionell gebaut, mit Aussparung hier einführen, runter und schon kann man mildern. Hier auf der Seite auch hier. Sehr gut. So, bis gleich. Bis gleich. So, hier ist auch noch ein schönes Motorrad, nämlich eine 500er Sanglass. Da Subbe ja nicht reden kann, er ist ja heiser, aber er kann das Motorrad ja mal anmachen. Subbe, mach die doch mal an. Sag erstmal Moin. Moin! Ach. Ich sag nix. Nee, er darf nichts sagen. Willst du mitmachen? Das ist Canelo, der Hund. Der muss überall dabei sein. Hau ab. Bringt auf den ersten Schlag an. Schon mal nicht schlecht. Wo willst du denn hin? So, wir nach dem Strand hin oder was? Nee, erstmal da oben. Geil, Subbe. Nun, weil Subbe, weil ich so gut reden kann, muss ich ja das erklären, was Subbe eigentlich erklären wollte. Dieses Motorrad hier habe ich mit Subbe damals, ich weiß gar nicht, wann war das hier? Vor 15 Jahren, 17 Jahre. Vor 17 Jahren haben wir das mal gebaut. Da kam Subbe mit so einem Sanglass-Fragment bei mir an, hatte ich mir die Gabel gekauft. Da war an diesem Motorrad hinten noch ein Schwingrahmen dran. Der Rahmen ist ein Umbau von einer Triumph-Eck. Müssen die sowas wie 420, 440 gewesen sein. Original Sandglas Hinterrad. Das Vorderrad ist von der Yamaha. Mit Scheibenbremse. Die meiste Zeit ist Suppe damals mit diesem Motorrad Solo gefahren. Und Solo fand ich persönlich das Motorrad echt noch richtig geil, weil das ein richtig schöner, flacher Chopper geworden ist. Und wie schön dieser Motor läuft. Das ist unglaublich. 500 Kubik Sandglas. Sieht man hier noch, das ist eine spanische Firma. Also wir haben alles mit Zulassung gewonnen. Alles mit Zulassung, mit TÜV. Also wunderbar. Dann kam irgendwann später dieser Seitenwagen dazu. Und dann hier mit dem schönen Raketen-Endstück.
Das sind Zubehör von Royal Enfield, glaube ich. Ja, genau, kann man kaufen. Aber die hat so einen geilen Stand gehabt. Toll. Was wir jetzt hier noch sehen, ist auch von Carlos sein Fundus. Ich habe gehört, Carlos hat das Motorrad, das ist eine Guzzi, Moto Guzzi Hispano, Hispania. Hispania, Moto Guzzi Hispania. How much cc? 65. 65 cc, so ein richtiges Motorrad schon. Über 50 Kubik. Die hat Carlos gegen ein Yamaha XS-Rahmen, Frame getauscht. Ja. Und dafür hat er dieses schöne Motorrad gekriegt. Sieht im ersten Blick sehr gut aus, aber wir haben festgestellt, ist viel, viel Arbeit dran. Guck mal hier. This is not original. No, and when you make oh, it. Mann. Oh, ist nicht gut zusammengebaut. Ja, aber Carlos sagte, er will sie restaurieren. Die soll richtig schön wieder neu restauriert werden. Also, jetzt glaube ich, haben wir alle Fahrzeuge vorgestellt. Wieso lachst du denn? Was lustig, ne? Das wäre gut für den Zirkus, ne? Ja, ja. Das ist Ticket for Dancing. Ja, genau. Und was ich noch gekriegt habe von Carlos, er hat mir nämlich einen kleinen Motor geschenkt. Ja, ein Moskito. Moskito. Ja, und da habe ich schon eine Idee für. Den Motor, die zeigen wir auch noch mal. Jetzt gleich. Danke für die Vorführung. Ja, da, un placer. Perfecto Maschina. Was, das ist der Motor? Das ist ein ganz nagelneuer, will ich nicht sagen, aber ein Mosquito Engine. Und der war nämlich so eingebaut für Fahrräder. Das ist der Antrieb hier. Der geht aufs Hinterrad. Und ich habe vor, ich darf den ja mitnehmen, der kommt mit dem Koffer. Hoffentlich klappt das. Muchas gracias. Es un buen presente para ti. And cuando tú vienes, when you come the next time, yeah. I want to have the other mosquitoes I have here. Das können wir auch noch mal kurz zeigen. Wir gehen mal in die Werkstatt von Carlos. Pero bueno, si no puedes, si no lo sacamos. Aquí otro. Das ist ein ganz, ganz uralter Moskitomotor. That is old. And it goes in the Fahrrad. Ja. We have these forks and have the. Mit alter Springergabel noch. And this bike, you see, is the color is original. From the years 50. Here is the paper, the original. Oh, here, you can look. The original papers. Oh, schön.
and also the build from Italy. Uh-huh. And here's a picture from the bike. There. Yeah. Da ist der Motor drin. Da. Yeah. Next year I will come with a scooter to you. Well, you come. So, yeah. You come. The scooter we have here. Yeah. I have this one and I have more because I have 3 or 4 engine of this. Yeah. And I have a contact for to have more. And yeah. In one moment I like to start with the farm. And when I need parts for my friend, yes. You say me. Say me the model. Yeah. And exactly the model. And yeah. In some places this, yeah, with different colors. I sent you a picture from the engine. And after we find the thing. Good. So you can help him. Yeah. Herr Schröder, dir wird geholfen. Herr Schröder, du meinst, he's called Herr Schröder, Mr. Schröder. Mr. Schröder, pues ja, aquí vamos a ayudar lo que podemos a Mr. Schröder para tener un mosquito. Sí. Ja. Und Suppe ist ja jetzt der Kameramann und er hat nämlich keine Lust mehr und ich auch nicht mehr. Und Suppe hat, Suppe hat eine Suppe gekocht. Und die essen wir jetzt. Wir sagen erstmal Tschüss. Sag Tschüss. 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 Jetzt muss ich ja sagen, wir haben einen tollen Urlaub gehabt, Suppe. War echt klasse hier. Ja, ja. Heute ist der letzte Tag. Er ist wieder einigermaßen gesund, unser Suppe. Er kann auch wieder ein bisschen was sagen. Naja, halbwegs. Halbwegs, sag mal nicht so viel. Nee, ich sag mal nix. Nee, sag mal gar nichts. Ich sag du mal. Nee, ich sag. Und was wir jetzt zum Abschluss machen wollten, ist nochmal eine ganz kleine Tour hier durch die Berge. Machen wir mal einen kleinen Film noch. Die können wir hier auf den Satalaya fahren und schauen wir mal, was da geht. Catalaya, das ist ja hier diese... Satalaya. Wie viel? Satalaya. Satalaya? Egal, da hinten der Berg. Ja, genau, da fahren wir jetzt hin. Und dann machen wir mal so eine kleine Tour mit der Kamera, wie wir hier durch die Berge zischen. Ansonsten muss ich sagen, wenn dieses Video ein bisschen schlechter ist wie die anderen, wird wahrscheinlich sehr schlecht von der Qualität. Aber ich möchte gerne das zeigen mit Suppe und hier, wie wir hier im Urlaub waren. Ihr müsst damit klarkommen, wir kommen sowieso damit klar. Aber es muss uns verziehen sein. Ja, ein bisschen unklar ist ganz normal. Und das war echt so, das war auch Arbeit. Ja. So hier, so für Dreharbeiten. Ja. Ne? Also, wir sagen jetzt Tschüss. Hasta luego. Sag doch mal, wie alt du früher warst. Ja. Zu welcher Zeit? War ich ganz schön jung. Ja. Ich war früher so in dem Alter, wo ich noch jung war. Das war 13, 14. Da könnte ich gute Geschichten erzählen. Mhm. Und ja, davor nicht? Doch auch. Ich soll dir mal eine ganz schlimme Geschichte erzählen? Erzähl mal eine ganz schlimme. Das war eine Geschichte, die spielte sich in der Sandkiste ab. Mit 13? Nee, da war ich noch kleiner. Da, ich weiß gar nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, mit 13 hast du noch nicht mehr. Nein, da war ich aber in der Sandkiste noch. Aber nicht mit 13. Auf jeden Fall wohnten wir da in so einem Reihenhaus und da waren ganz viele Kinder, die alle da gespielt haben. Draußen war total schönes Wetter war da. Und dann haben wir in der Sandkiste so geschaufelt und Burgen gebaut. Ich hatte einen schönen Spaten gehabt und Löcher gebuddelt. Und ich hatte von Frau Netzer, das war unsere Friseusin, die schnitt uns immer auf dem Balkon die Haare. Die nach Hause gekommen? Hm? Also zu euch nach Hause? Ja, das war die Nachbarin. So von Balkon zu Balkon konnte man so rüber gucken. Und dann sagte meine Mutter, Frau Netzer, die Jungs müssen mal wieder hin, da müssen mal die Haare geschnitten werden.
Ja, und dann wurden wir dann dahin, kamen wir zu Frau Netzer auf dem Balkon. Aha. Und dann war so eine Maschine, und gerade einen neuen Skiz gehabt. Naja, auf jeden Fall war das so eine Familie, so eine familiäre Gemeinschaft. Mit jeder kannte sich da und so. Und ich hatte von Frau Netzer Kaugummi gekriegt, so eine Kugeln. Und motzte in der Sandkiste damit rum, dass ich Kaugummikugeln habe. Und da war ein so ein frecher Junge, der hatte mir die Kaugummikugeln geklaut. Hat er die weggenommen? Hat er mir weggenommen. Und ich hinter dem her, dann habe ich noch mit dem Spaten einen auf die Birne gekloppt. Da gab es richtig Streit, ne? So richtig so bang. Ne?